Hallo, meine Lieben. Heute zeige ich euch neue Geschenkideen von Herzen. Am Anfang sind es zwei, drei Geschenkideen, die ich schon im ersten Video gezeigt habe, aber leider hat da der Ton nicht richtig funktioniert. Das möchte ich jetzt wiederholen und sorry dafür. Hier habe ich nun ein Frühstücksbrettchen gekauft. Das fand ich so toll. Das habe ich auch schon mehrfach verwandt, aber das hat irgendwas, das ist ganz besonders. Und darauf kommt jetzt ein Glas, was wir selber gemacht haben, Vorratsglas mit selbstgebackenen Plätzchen. Dazu hatte ich euch auch schon ein tolles Rezept aufgeschrieben. Hinein oder darauf kommt noch unsere Lebkuchenmarmelade und der Biergelee. Als Deko lege ich dann noch ein grünes Ästchen dabei und eine rote Kugel. Wenn man das übers Jahr machen möchte, das ist ja nicht nur für Weihnachten gedacht, dann kann man auch prima die Kugel weglassen und legt eine tolle Rose dazu oder noch ein paar Pralinen oder auch ein rustikales Brot. So ein kleines, ein Vollkornbrötchen und dergleichen und packt es dann halt der Jahreszeit entsprechend ein. Danach machen wir die Folie drumherum. Die habe ich natürlich vorher schon unter das Brettchen gelegt, dann geht das schneller. Und noch ein Ästchen und ein roter Bastfaden und schon ist es hübsch und persönlich eingepackt. Als nächstes habe ich hier eine goldene Geschenktüte. Die gibt es in ganz tolle Hologrammfolie und lässt sich auch mehrfach verwenden. Und da hinein tue ich erstmal eine Flasche Bier, dann noch ein Bierglas, etwas Süßes noch dazu, eine Schokolade und noch zusätzlich unseren selbstgemachten Gelee und Marmelade, hier die Lebkuchenmarmelade mit den Stückchen und hier die Biermarmelade. Und das packen wir da noch richtig hübsch ein. Ich habe die Geschenktasche nun verschlossen mit einem roten Bastfaden, ein bisschen rotem Lametta und wieder also ein grünes Ästchen. Und die Konifere hält wirklich sehr lang, also ihr könnt das ruhig eine Woche vorher schon einpacken und das sieht dann immer noch schön aus. Was ich immer ganz schön finde, dass man eine persönliche Widmung auf die Tasche schreibt, dann nimmt man einfach einen Permanentstift und kann tolle Sachen darauf schreiben und Grüße. Als nächstes habe ich ein Körbchen für einen Strickfan. Und zwar habe ich in das Körbchen einfach ein bisschen Heu getan, dann ein Knäuel Filzwolle mit Stricknadeln und schon mal eine fertige Smartphone- oder Handytasche. Und in der Handytasche ist ausgedruckt von mir eine Anleitung, um selber eine Handytasche zu stricken und zu häkeln. Das schlage ich dann auch in Folie ein und mache ein Ästchen dran. Oder man lässt es einfach so, weil man die Folie nicht unbedingt so verwenden möchte wegen der Umwelt. Dann kommt eine große Schleife noch da dran und vielleicht sogar eine gebastelte Weihnachtskarte, die ich euch auch schon gezeigt habe. Natürlich kann man solch ein Körbchen auch ganz toll verwenden, wenn wir ein Wohlfühlkörbchen machen mit einem schönen Schaumbad, vielleicht etwas Süßen, einem tollen Buch und dann vielleicht auch eine Handytasche oder einer gehäkelten Blume für Muttertag. Das kommt dann auch immer ganz gut, ganz toll und es ist immer etwas Persönliches. Als nächstes habe ich wieder eine Geschenktüte. Dazu habe ich einen kleinen Metall Weihnachtsbaum besorgt und in diese Tasche kommt auch ein Glas mit selbstgemachten Plätzchen und die Lebkuchenmarmelade. Und dazu gibt es für Leseratten noch ein Buch und das ist für einen unserer Nachbarn. Das ist ein ganz lieber und er freut sich immer über so eine Kleinigkeit. Das ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Und den Baum, den hänge ich dann daran. Und dann hätten wir schon wieder ein Geschenk fertig.
So sieht dann unser nächstes Geschenk fertig verpackt aus. Als nächstes habe ich nochmal solch ein Brettchen, aber ich finde es halt auch wunderschön und das sagt so viel aus, einfach ein Dankeschön-Brettchen. Und darauf kommt die Biermarmelade, wieder die Kugel und das Ästchen und dann habe ich ein Kirschkernsäckchen genäht in Form einer kleinen Wärmflasche und das ist jetzt das nächste Geschenk. Das werde ich dann auch noch mal in einem Video darstellen, wie einfach man solch eine kleine Wärmflasche nähen kann. Die muss man halt auch nähen, also kleben geht da nicht. Und mit Kirschkernen ist sie gefüllt. Das ist wirklich ganz toll. Das kann man warm machen und kann man kalt auch machen. Bei Verstauchungen, Verrenkungen dergleichen hilft ja ganz gut die Kälte. Dann tut man die Kirschkernsäckchen in das Gefrierfach. Und wenn man jetzt Wärme braucht, dann einfach in die Mikrowelle. Ich habe dann auch diese Säckchen schon in Eulenform gemacht und auch wieder in Wärmflaschenform als Aromakissen. Wenn man jetzt Probleme hat mit Kopfschmerzen oder Erkältung, habe ich dann lauter Kräuter reingetan, von Minze, japanischer Minze über Pfefferminze und Lavendel. Und wenn man das dann richtig knetet, kommen die ätherischen Öle raus und die helfen dann wirklich auch ganz gut. Und dieses Geschenk ist jetzt für eine Freundin, der geht es nicht so gut. Die war schwer krank und ich glaube, da freut sie sich drüber. Und das packen wir jetzt mit der Folie noch schön ein, machen ein grünes Ästchen drum und dann wäre auch das nächste fertig. Hier seht ihr nun das Geschenk fertig verpackt. Ich habe einen Metall-Weihnachtsbaum noch dran gehängt und darauf könnte man dann den Namen des Beschenkten noch mit dem Permanentmaker schreiben und frohe Wünsche. Und ich denke, da freut sich jemand schon darüber. Als nächstes seht ihr hier ein Flanell-Nachthemd, so ein richtig tolles, kuscheliges. Das habe ich auch selber genäht. Wenn ihr mal Lust habt, zeige ich euch das auch im Video, wie man das doch schnell als Anfänger, mit ein bisschen Mühe schon, aber ohne Schnitt, selber nähen kann. Dazu gibt es unseren kleinen Weihnachtsbaum, den wir mit einer Sektflasche gehäkelt haben. Und ich habe noch einen ganz tollen Metall-Weihnachtsbaum besorgt, den ich zusammen mit dem Nachthemdchen einpacke. Und zwar finde ich es immer ganz toll, wenn man dann so eine schöne Geschenkbox nimmt und das reinlegt und den Weihnachtsbaum einfach oben drauf stellt und ein bisschen mit dem Geschenkband festbindet. Und nur noch eine Geschenkidee. Und zwar ist das ein heiß ersehnter Werkzeugkoffer. Aber der Beschenkte, der liebt Oldtimer, Motorräder über alles. Und ich gehe so das Jahr mit offenen Augen durch die Landschaft und habe dann diese ganzen Motorräder fotografiert, ausgedruckt. Und die lege ich dann in den Werkzeugkoffer hinein und hoffe doch, dem Beschenkten gefällt das. Und sowas kann man eigentlich über das ganze Jahr machen, wenn man was sieht. Jeder hat ja sein Handy dabei. Fotografieren und dann beigelegt. Für jemand anderes, der ist total Leichtathletik begeistert. Und wenn ich da was Besonderes sehe oder was Lustiges, dann fotografiere ich das auch und schenke das meistens zum Geburtstag dabei. Mache ich eine Collage und da ist immer der Spaß ganz groß, auch bei den Gästen. Und so ist dann auch noch das Geschenk mit dem Werkzeugkoffer und den Fotos eingepackt. Und der Werkzeugkoffer ist auch dafür gedacht, dass derjenige an seiner Maschine rumschrauben kann. Das hat er sich wirklich wahnsinnig gewünscht. Und den Sack dazu zum Einpacken kann man immer wieder verwenden. Ich habe dann auch fürs Überjahr habe ich einen ganz tollen Blumenstoff. Da habe ich Säckchen mitgenäht. Oder was auch total cool ist, es gibt so einen Druck, das sieht aus wie eine Holzwand. Oder wie so ein Heuhaufen. Und wenn man das dann vernäht zum Säckchen und bindet noch was Cooles dran als Anhänger, das ist immer der große Hit. Und die Leute freuen sich manchmal sogar über die Verpackung mehr, weil sie die wiederverwenden können, als über ein Inlight. Als nächstes ein Kindergeschenk. Und zwar hat sich da ein kleines Mädchen eine Puppenmütze gewünscht. Die habe ich euch auch im Video gezeigt.
Was aber auch ganz toll als Weihnachtsdeko ist oder als Winterdeko auf dem Geburtstag, solche kleinen Mützen zu häkeln, die wirklich schnell gehen. Und man kann sie als Eierwärmer benutzen auf dem Frühstückstisch oder einfach als Deko. Und das haben wir hier. Und dazu noch ein gewünschtes Buch mit einer passenden CD. Die Kleine wollte unbedingt, weil sie in der Schule das durchgenommen hatte, nochmal die passende CD haben. Das ist in diesem Buch drin. Und dann habe ich als Verpackung solch ein Säckchen genäht und das Band aufgeklebt. Das sieht ja wirklich edel aus und das kann man dann öfters benutzen. Und das ist die Verpackung. Natürlich kann man noch was Süßes reintun oder vielleicht noch ein Schaumbad oder ein Schmuckstück, wenn es mehr sein sollte. Und das wäre jetzt schon wieder die nächste Geschenkidee. Und so sieht es dann fertig verpackt aus. Man kann natürlich auch noch einen ganz tollen Anhänger im weihnachtlichen Glanz daran hängen oder fürs Jahr über noch ein Püppchen oder zum passend zum Hobby des Kindes noch irgendwas. Dies ist nun meine nächste Geschenkidee. Ich habe ein Kissen genäht mit einem Hirschkopf darauf und den passenden Schnaps besorgt mit einem Würfelbecher. Und ich denke, der Beschenkte, der das wirklich liebt, der wird sich riesig freuen. Und das Kissen hatte ich im Video auch schon vorgestellt und es ist eigentlich ganz einfach zu nähen. Und ich denke, so ein Männergeschenk mit Freude geschenkt und man kann ja immer noch was dazu tun, wie Hygieneartikel oder noch ein cooles Spiel, PC spielt und dergleichen. Und dann ist es ein ganz, ganz, ganz persönliches Geschenk. Dies ist die nächste Geschenkidee. Und zwar ist das der absolute Liebling meines Sohnes. Das ist sein Häschen. Also habe ich es fotografiert bei uns auf der Gartenbank draußen und habe es dann auf Fotopapier gedruckt, auf speziellem Papier für weiße Textilien und dann aufgebügelt. Wichtig ist dabei, dass man beim Aufbügeln immer eine Lage Backpapier dazwischen legt und eine ganz feste Unterlage. Also auf dem Bügelbrett geht es schlecht, wenn man sehr andrucken muss. Ich gehe dann immer an den Küchentisch, lege ein dickes Handtuch unten drunter, dann das Kissen, was ich auch selber genäht habe, weil die Vorderseite ist weiß und die Rückseite habe ich kariert gemacht, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und dann wird das aufgebügelt. Und als nächste Idee für ein Kissen, was ich noch gemacht habe, ist es ein junger Mann, der ganz verrückt ist nach seiner antiken Oldtimer-Zündapp. Und die habe ich fotografiert und dann auch auf dem Kissen aufgebracht. Und der ist der glücklichste überhaupt. Und das prangt dann auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer seine heißgeliebte Zündapp. Als nächstes ist die Verpackung ein Weizenglas. Dazu habe ich noch herzhafte Bonbons besorgt mit so einem lustigen Druck. Und in das Weizenglas habe ich dann eine Smartphone-iPhone-Tasche und das Herz ist oben her offen. Dann kann man dann die Kopfhörer reintun und dergleichen. Und der Puschel hier, der ist eigentlich mal da, um vielleicht Fingerabdrücke oder dergleichen wegzuwischen, einfach zum Putzen oder zum Entstauben. Dann habe ich noch ein anderes. Und das kommt dann in das Glas, noch mit dem Ästchen. Und unten runter wollte ich dann noch ein paar Gummibärchen tun. Dann die Smartphone-iPhone-Tasche. Obendrauf die Bonbons. Und das dann alles mit einer schönen Schleife eingepackt. Und nun noch habe ich ein Parmesan-Säckchen genäht, gleich mit dem Band dran zum Verschließen und mit Moosgummi an Schildchen dran. Dann kann man dann den Namen draufschreiben des Beschenkten.
Natürlich kann man das Säckchen auch mit Heißkleber kleben, das hält genauso gut. Nochmal diese lustigen Bonbons, ich fand die Dose so schön. Dann eine DVD. Und dazu habe ich eine Eule gestrickt und verfilzt, eine kleine Eule. Und das kommt in das Säckchen rein. Und das ist für ein Zwillingspärchen. Die haben sich das gewünscht und ich denke, da freuen sie sich drüber. Und ich hoffe, euch haben die Ideen auch gefallen. Meine Geschenkideen fürs ganze Jahr, nicht nur zu Weihnachten. Man kann ja immer ein bisschen variieren, dass man dann andere Säckchen nimmt mit Blumenmuster und gestreift oder kariert. Sieht dann auch ganz toll aus, rot-weiß kariert oder braun-weiß kariert. Und dann als Anhänger dann eher mal ein Holzherz zum Muttertag, vielleicht ein rotes Herz oder verschiedene rote Herzen. Oder man kann auch die Herzen wieder häkeln und verfilzen oder stricken und verfilzen, wie ich euch schon öfters gezeigt habe. Oder die tollen Blumen, die ich in Videos schon vorgestellt habe, das kann man als Geschenkanhänger ganz toll verwenden. Das sind ganz viele Möglichkeiten und fürs ganze Jahr. Und so, jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder mal rein und über einen Daumen hoch würde ich mich riesig freuen. Wundervolle Tage euch und tschüss. Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch heute verschiedene Geschenkideen zeigen und wie man diese auch ganz hübsch und ausdrucksstark einpacken kann, so dass eure Lieben sehen, das ist alles von Herzen gemacht. Und noch eine Tafel Schokolade. Und als letztes finde ich es auch ganz schön, wenn man vielleicht noch ein Bierglas hineintut. Das alles ist jetzt in der Geschenktüte. Ich binde das dann ganz gern immer mit so einem roten Bastfaden zu, ein paar grüne Äste, ein bisschen Lametta. Und dann ist auch noch ein Geschenkanhänger dran, dann kann man noch eine Widmung schreiben. Und das wäre so mein Vorschlag für Weihnachten, für Nikolaus, aber auch für Vatertag, für einen Männergeburtstag oder auch für einen Frauengeburtstag, die es ein bisschen herzhafter mögen. Aber die Schokolade macht es ja gleich wieder süßer. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Vorschlag. Als nächstes habe ich als Grundlage ein Frühstücksbrettchen gekauft und schon mal eine Einpackfolie unten drunter gelegt. Und darauf kommen jetzt die Geschenke. Als erstes ein gehäkeltes Glas mit einem Teelicht drinnen, dann einen Bilderrahmen. Darauf einen Biergelee. Die beschenkte Person mag den nicht wahnsinnig und freut sich dann darauf. Und noch ein Lebkuchen. Gelee oder Marmelade. Das hatte ich euch auch gezeigt. Ein bisschen Deko, wie eine Zimtstange. Und dann als persönliches Geschenk eine Theaterkarte. Die hat sich meine beste Freundin gewünscht und das ist ihr Geschenk, was sie bekommt. Und das packen wir jetzt noch schön ein. Das Geschenk ist nun in Folie eingeschlagen. Die Ecken habe ich nach oben genommen, dann ein grünes Ästchen, ein bisschen Lametta, eine kleine rote Weihnachtskugel, eine Zierkette und dann wäre auch der nächste Vorschlag fertig.
Hier seht ihr nun meine nächste Idee. Den Schneemann hatten wir auch zusammen schon gehäkelt und das kleine Windlicht auch. Das habe ich auf ein Brettchen geklebt. Noch ein paar Nüsse und Zitrusscheiben dazu und in das Glas kommt noch ein elektrisches kleines Windlicht, Teekerze und das schlagen wir auch in Folie ein, wie ich das vorhin gezeigt habe, auch mit einer Schleife, vielleicht einem Ästchen, einer Kugel, einem Stern, den man anhängt. Und dazu gibt es dann noch eine kleine Weihnachtskarte, die wir auch schon zusammen gebastelt haben. Nun kommt die nächste Geschenkidee. Das Brettchen hatte ich ja schon mal, aber das fand ich so toll, dass ich es mir Mein nächster Vorschlag ist ein Windlicht aus einem Marmeladenhonigglas. Und zwar habe ich da Lüsch drumherum geklebt, ein Herz ausgeschnitten vorher. Das ist einfach so ein Kunstfell, ein Rest und dann noch goldene Schneeflocken aufgeklebt und richtig dran gedrückt. Da rein tue ich wieder ein kleines LED-Windlicht, Teelicht und dazu habe ich Ton in Ton einen kleinen Metall-Weihnachtsbaum gekauft. Und diesen packen wir dann auch zusammen ein und das wäre mein nächster Vorschlag für euch. Als nächstes habe ich für euch ein kleines Einpacksäckchen, das habe ich selber genäht. Der Stoff wird doppelt so groß genommen, zusammengeklappt und rechts und links entweder mit einer Heißklebepistole verklebt oder vernäht. Auf der Seite kommt dann gleich ein Band dran, damit man es zubinden kann. Und in das Säckchen kommt jetzt unser gehäkelter Schneemann. Da hinein stelle ich einen kleinen Sekt. Und dann kommen noch Orangen, Nüsse und wenn mag auch noch ein paar leckere Pralinen hinein oder ein hochwertigeres Geschenk, vielleicht ein Schmuckteil oder dergleichen. Und dann können wir den Sack zubinden und haben dann noch ein Geschenk. Nun ist das Geschenkesäckchen zugebunden. Ich habe noch einen Metall-Weihnachtsbaum dran gehängt. Den habe ich dazu gekauft und das ist immer ganz toll. Auf so Metallsachen schreibe ich ganz gern dann mit dem Edding den Namen und frohe Weihnachten drauf oder zu Nikolaus, Geburtstag, Vatertag. Dann kann man halt vielleicht ein Harz nehmen aus Holz oder ein Hirsch aus Holz und Filz und dann hätten wir wieder ein Geschenk fertig. Diese Geschenkidee ist jetzt unser gehäkelter und verfilzter Schneemann.
Zusammen mit einer umhäkelten Sektflasche, in die ich eine grüne Lichterkette mit Batterie getan habe. Alles wurde auf ein runden Holzstück geklebt, noch mit einem großen Zapfen. Und ich denke, diese Geschenkidee wird dann auch viel Spaß machen. Vor allen Dingen ist es ein ganz persönliches Geschenk. Und das kann man nicht nur zu Weihnachten verschenken oder zu Nikolaus, sondern bestimmt auch zu einem Geburtstag, der in der Winterzeit stattfindet und liegt. Als nächstes zeige ich euch ein Holzfrühstücksbrettchen. Das ist jetzt hier zum Beispiel für einen Feuerwehrmann mit Namen. Und zwar habe ich das in Brandmalerei selber gemacht. Das kann ich euch in einem der nächsten Videos gerne nochmal vorstellen. Vielleicht schreibt ihr mir, ob ihr Interesse daran hättet. Und auf dieses Holzbrettchen kommt die Tasse mit unserem Tassenwärmer, die wir auch gestrickt, gehäkelt und verfilzt haben. Dazu die Lebkuchenmarmelade. Natürlich könnt ihr auch eine gekaufte nehmen. Das muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber ihr seht halt, wie vielfach man die Bier- und Lebkuchenmarmelade einsetzen kann. Und das Aha und die Freude sind immer groß, weil es selber gemacht ist. Und die meisten Zutaten für diese Marmeladen hat man wirklich ganz schnell zu Hause oder hat sie vielleicht sogar schon. Und dazu gibt es dann noch einen Cappuccino, eine Dose. Das schlage ich dann auch alles ein mit Folie. Es kommt noch ein Ästchen dazu. Es kommt noch roter Limetta dazu, dass es wirklich richtig festlich aussieht. Und an die Folie zum Einpacken hänge ich dann noch unseren selbst gebastelten Engel. Das war ein weiterer Vorschlag für ein tolles Geschenk, so hoffe ich doch. Und dass es euch gefällt. Eine weitere Geschenkidee stelle ich euch jetzt vor. Das ist aber auch nicht alles nur für Weihnachten, das kann man das ganze Jahr umwandeln. Und zwar habe ich hier ein Flanellnachthemd selber genäht. So ein richtig tolles, kuscheliges. Wenn auch das eure Interesse wäre, ich würde es euch zeigen, wie einfach man das wirklich machen kann, ohne einen großen Schnitt. Und dazu gibt es dann unseren kleinen selbst gehäkelten Weihnachtsbaum mit Lichterkette, den wir aus einer Sektflasche gemacht haben. Und ich habe noch einen Metall-Weihnachtsbaum besorgt. Dann könnte man in Folie einpacken oder in einem Geschenksäckchen oder in so einem schönen Jutesack oder einer tollen Geschenkbox. Diese Geschenkidee ist ein Aufbewahrungsglas, das wir auch gehäkelt haben aus einem Marmeladengurkenglas mit einem Deckel und darauf steht der Name des Beschenkten. Und zwar ist das für ein Mädchen. Da sind jetzt Süßigkeiten drin, aber nicht nur das. Die hat sich einen Anhänger gewünscht für ihr Bettelarmband. Den Namen möchte ich nicht sagen. Und das liegt dann auch schön verpackt, überraschend in diesem Glas dabei. So, jetzt hoffe ich, euch haben die Vorschläge gefallen. Die Ideen haben euch Spaß gemacht und ihr könnt sie ein bisschen nacharbeiten. Und ich würde es bedenken, das ist nicht nur für Weihnachten, das ist eigentlich für jeden Geburtstag machbar. Es muss dann halt nur von der Dekoration ein bisschen anders sein. Beim Muttertag vielleicht ein bisschen mehr mit Herzen dekoriert. Bei Vatertag vielleicht ein bisschen der Sportart oder dem Hobby nach dekoriert, aber mit dem gleichen Inhalt. Bei einem Geburtstag vielleicht noch gebastelte Zahlen, wie wir das zu Silvester zusammen gemacht haben. Beim Kindergeburtstag vielleicht noch eine Maske dabei gelegt, die ich euch auch noch zeige, wie die gemacht wird. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dies zu benutzen. Und dann wünsche ich euch wundervolle Tage und wenn es gefallen hat, vielleicht einen Kommentar und einen Daumen hoch. Ich danke euch schön und liebe Grüße.